Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde, am Israeltag in Potsdam begrüße ich Sie sehr herzlich zu unserer letzten Session dieses Tages. Wir reden heute über wirtschaftliche Themen und über diese wirtschaftlichen Themen haben wir ein sehr kompetentes Publikum unter Leitung von Herrn von Freitag-Loringhofen, der dann auch die anderen Teilnehmer vorstellen wird. Ich begrüße Sie auch, wenn Sie uns aus der Ferne zuschauen, sehr herzlich und ich freue mich, dass in Vertretung für den Herrn Oberbürgermeister Schubert Frau Beigeordnete Meyer wieder bei uns ist, eine Frau, die weiß, wovon sie redet, wenn es um das Thema Israel geht, denn sie ist aus Bayern kommend eine Israel-Freundin, eine ausgewiesene Israel-Freundin und wir freuen uns sehr auf Ihr Grußwort, Frau Meyer, bitteschön. Sehr geehrter Herr Falke, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter auf dem Podium, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Ihnen die herzlichen Grüße der Landeshauptstadt Potsdam übermitteln und freue mich sehr, dass der Israeltag der DIK sich innerhalb eines Jahres so prächtig entwickelt hat. Ich habe gerade gehört, der Ministerpräsident hat nicht nur ein Grußwort übermittelt, sondern sich eineinhalb Stunden fast Zeit genommen, mit den Jugendlichen zu diskutieren. Das zeigt, dass sie in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel erreicht haben. Als sie im letzten Sommer, ich glaube es war im Juni oder Juli, bei mir waren und die Frau Sommer vom Büro des Oberbürgermeisters, Büro war auch bei uns, haben wir uns relativ schnell entschieden, dass wir in Potsdam einen Israeltag machen wollen. Wir haben dann mit vereinten Kräften sehr schnell ein strammes Programm auch für hier auf die Füße gestellt. Und so beeindruckender ist es, wie schnell aus dem, was letztes Jahr begonnen hat, jetzt so ein tolles Programm für heute geworden ist. Wir haben damals schon miteinander diskutiert und gesagt, es gibt zwei wichtige Themen, die wir für Brandenburg und Israel sehen. Das ist vor allem die Kooperation auf dem Bereich der Wissenschaft, aber auch die Kooperation beim Thema Wirtschaft. Und wenn wir über Wirtschaft reden, dann reden wir hier in Potsdam vor allem über Digitalisierung. Und das Thema Digitalisierung ist eins der führenden in Israel, insbesondere Digitalisierung und Gesundheit. Ich war mit einem CEO oder bin mit einem CEO Siemens befreundet, der damals Mitte der 2000er CEO in Israel für Siemens war. Und der erzählte mir einige Spannende, was sich in Israel tut und wo wir in Deutschland, glaube ich, noch an vielen Ecken Nachholbedarf haben. Mit dem Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen beschäftigen wir uns auch hier in Potsdam intensiv. Sie haben es vielleicht mitbekommen, zusammen mit der Hasso-Plattner Foundation, dem Klinikum Ernst von Bergmann, zusammen auch mit der Charité und der Uniklinik Heidelberg sowie dem Mount Sinai Klinikum in New York haben wir ein gemeinsames Projekt auf den Weg gebracht zum Thema Digitalisierung von Krankenhäusern. Ich hoffe und könnte mir gut vorstellen, dass es in dem Zusammenhang vielleicht auch eine Kooperation mit israelischen Akteuren gibt. Wir können hier nur miteinander gut profitieren. Aber neben dem Thema Digitalisierung und Krankenhäuser haben wir auch noch ein weiteres tolles Thema hier in Brandenburg. Da hat sicher Herr Ministerpräsident Woidke gesprochen. Wir werden führend beim Thema E-Mobilität. Und wenn sich da in der Grünen Heide bald was tut mit der großen Fabrik, könnte ich mir auch vorstellen, dass es hier auch eine schöne Kooperation mit Israel geben könnte. Das Land, wir sind ja die Stadt sozusagen des Klimas mit unseren Instituten, aber wir sind eben auch das Land der E-Mobilität. Und in diesem Sinne könnte ich mir vorstellen, dass sich hier in den nächsten Jahren auch einiges tut. Deswegen freue ich mich über diese Veranstaltung, diese Diskussionsveranstaltung und hoffe, dass aus den Diskussionen, auch gute Kooperationen bald in der Praxis werden, insbesondere auf dem Feld von Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. Vielen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einführung, weil im Grunde genau darum geht's und das ist besonders auch gerichtet hier in den Raum, aber eben auch an unsere digitalen Zuhörer und Zuschauer. Wir suchen natürlich nach Wegen, wie wir Kooperation in Wissenschaft und auch Wirtschaft
verstärken können. Und das können wir nur, wenn wir ein bisschen besser verstehen, wie denn die wirtschaftlichen und die wissenschaftlichen Zusammenhänge aktuell, wie die aktuell funktionieren. Und deswegen möchte ich zuerst einmal unser Podium vorstellen. Zu meiner Rechten hier sitzt Sebastian Saule. Er ist der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH und eben gleichzeitig in Personalunion auch der Geschäftsführer der Expo Center Airport Berlin Brandenburg GmbH, die die großen Messen, Veranstaltungen organisieren. Aber er ist eben auch, hat verschiedene Delegationsreisen auch mit nach Israel mitverantwortet und kann uns einen guten Überblick gleich geben, auch ein bisschen zu den Wirtschaftsbeziehungen zwischen Brandenburg und Israel. Zu meiner Linken sitzt unser israelischer Start-Upper am Tisch, Ran Oren, der die den Sourcingbot.com gegründet hat, ein Start-up, was in echter Kooperation entstanden ist, weil er im Grunde aus Israel über Wissenschaftsaustausch nach Berlin gekommen ist und dann hier im Grunde seinen Kundenstamm auch aufbauen und erweitern konnte. Und er ist auch Geschäftsführer der Equatec GmbH und eben seit 2016 über das Exist Startup Germany Programm in Deutschland. Und wir sind sehr gespannt darauf. Er spricht leider besser Englisch als Deutsch und deswegen werden wir teilweise ein bisschen zwischen den Sprachen switchen. Aber ich hoffe, dass das keine zu große Zumutung ist. Wer sich mit Start-up und Wissenschaft auseinandersetzt, hat meistens ja auch eine gewisse Affinität zum Englischen entwickelt. Das kriegen wir hin. Und dann sitzt links Jill Grinnager, die Referentin für Forschung und Lehre am Hasso-Plattner-Institut, hier praktisch am Standort Potsdam, ein Wissenschafts- und Innovationszentrum im Grunde geworden ist in den letzten Jahren. Und sie verantwortet da auch einen gemeinsamen Studiengang Digital Engineering mit dem Technion, dem im Grunde bedeutendsten technischen Universität, wo viele Start-Upper in Israel auch herkommen, in Haifa. Und wir freuen uns auf die Perspektive. Und dann ist uns zugeschaltet Jenny Havemann. Hallo Jenny. Sehr gut, du hörst uns. Und sie hat gegründet GIIN, das German-Israeli Innovation Network, und vermittelt im Grunde, nachdem sie selbst ihre Aliyah nach Israel gemacht hat, nachdem sie in Deutschland davor gewohnt hat und davor praktisch einen russischsprachigen Hintergrund auch noch mit sich bringt, aber hat sich am Ende zum einen für Israel entschieden und zum zweiten eben auch für die Vermittlung von israelische Innovation mit der deutschen Wirtschaft und mit Schweizer Unternehmen und wird uns praktisch eine Perspektive in dieser Vermittlungsarbeit mitgeben. Also ein reiches Potpourri. Ich möchte mal vorweg sagen, es gibt diese berühmte, es ist praktisch ein seit über 10 Jahren untersucht die Welt, wie das eigentlich kommen konnte, dass Israel zu einem solchen Innovationszentrum geworden ist. Ein so kleines Land mit einer so unglaublichen Dichte an Start-ups und Innovationskraft. Und es gibt dafür das berühmte Buch der Start-up Nation, die versucht, das zu analysieren. Und da geht vorweg etwas eine kulturelle Erklärung für die Startup Nation. Und das ist ein klassischer Witz. An einer Straßenecke steht ein Russe, ein Amerikaner, ein Israeli und ein Chinese. Und dann kommt ein Mann vorbei und sagt, entschuldigen Sie bitte, was ist Ihre Meinung zur neuen Fleischverknappung? Und dann sagt der Amerikaner, was ist Verknappung? Und dann sagt der Russe, was ist Fleisch? Und dann fragt der Chinese, was ist eine Meinung? Und dann fragt der Israeli, was ist, entschuldigen Sie bitte. Und
Ich glaube, der Witz sagt tatsächlich etwas Kulturelles aus. Und ich wäre unheimlich gespannt, wenn wir einsteigen mit Jenny, die hinter uns sitzt. Und zwar, wenn Jenny, du uns erklären könntest, weil das ist ja Teil auch deiner alltäglichen Arbeit, aber was praktisch dich an Israel so begeistert hat, dass du dort hingezogen bist und jetzt praktisch eine Botschafterin geworden bist zwischen Israel und Deutschland und zwischen der israelischen Innovationskraft und der deutschen Wirtschaft zu vermitteln. Was hat dich da so begeistert? Was hat dich in dieses Feld hineingezogen? Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und dass ich online dabei sein kann. Wir sind ja mittlerweile seit Corona natürlich in dieser Situation, dass sowas ja relativ normal ist. Also ich versuche mich reinzuversetzen, als wäre ich gerade bei euch. Wir sind 2010 tatsächlich nach Israel ausgewandert und der Grund war tatsächlich einer, dass wir ein selbstverständliches jüdisches Leben einfach in Israel uns vorgestellt haben. Mein Mann und ich sind eben religiös und das ist natürlich in Deutschland alles relativ schwer, das selbstverständliche jüdische Leben zu führen. Das wissen wir alle ja aus den Nachrichten auch. Und wir wollten einfach, dass unsere Kinder eben nicht mit Polizei vor der Synagoge, vor der Schule einfach auch selbstverständlich eben in Israel aufwachsen. Was diese Startup-Szene angeht, beziehungsweise was uns an dieser Startup-Nation so begeistert hat und tatsächlich dazu gebracht hat, dass wir auch in Israel bleiben. Weil es gibt natürlich auch sehr viele Menschen, die nach Israel ziehen und dann wieder zurückziehen in die USA oder eben nach Europa oder auch Israelis, die wissen wir ja auch nach Berlin zum Beispiel ziehen. Aber was uns hier eben so begeistert hat, das hat David Ben-Gurion, kennt ihr wahrscheinlich, er sagte, um in Israel ein Realist zu sein, muss man an Wunder glauben. Und das ist, glaube ich, umfasst so ein bisschen sehr gut auch die Startup-Szene, denn Israel ist einfach ein Land, wo man, wie Sie es schon ganz schön gesagt haben, wo man eben diese Chuzpe hat, also dass sich Sachen traut. Und das hat uns dazu bewogen. Mein Mann ist zum Beispiel beim Startup in Cyber Security arbeitet. Ich verbinde eben diese Startup Nation mit deutschen Unternehmen. Und vielleicht noch letzten Satz, ein letztes Beispiel zu nennen. Ich nenne das sehr gerne in Israel bildlich die grüne Banane. Das ist das, was Israel und Deutschland unterscheidet in dem Sinne. In Israel gehen die Startups mit einer grünen Banane auf den Markt. Also das heißt, first in the market ist besser als best in the market. Und Deutschland hat eben diese Philosophie best in the market. Also das Produkt muss erstmal perfekt gelbe Banane sein, damit sie überhaupt auf den Markt gebracht werden kann. Die Israelis sind da viel, ja, wie Sie schon gesagt haben, dreister und sagen einfach, wir gehen einfach mit dieser grünen Banane auf den Markt und sie reift dann bei dem Kunden. Und das ist, glaube ich, das, was uns auch so an dieser Startup Nation und an dieser Kultur begeistert. Oh, jetzt höre ich euch nicht. Ja. Hörst du uns? Ah, jetzt, ja. Ja, wunderbar. Also du hast gerade sehr gut beschrieben mit dieser grünen Banane, dass es eben in Israel eine größere, mutige Bereitschaft zu unternehmerischem Handeln gibt, bevor ein Produkt perfekt ist. Also dieses Ausprobieren, Scheitern, Weitermachen, was Neues ausprobieren. Das ist ja etwas, wo du genau beschreibst, dass das ein oft ein Culture Clash ist, ein für die Deutschen, die versuchen, alles perfekt zu planen, bevor sie an den Markt gehen. Gibt es denn irgendetwas über deine Vermittlungstätigkeit, wie du da etwas zu beitragen kannst, diesen Culture Clash zu überwinden? Gibt es da praktisch, hast du ein Geheimrezept, wie man Deutschen
diese Innovationstriebkraft und diesen Mut zum Fehler hinzubekommen? Naja, ich denke, was Sie richtig sagen, das ist aber wahrscheinlich, ist das wirklich eine sehr harte Umstellung für die deutsche Businesskultur. Also wir sehen schon, dass es langsam beginnt, sich auch in Deutschland zu etablieren, dass deutsche Unternehmen verstehen, dass man eben ohne Fehler zu begehen, kann man eigentlich keine Innovation haben. Und diese Entwicklung sehen wir, dass es so langsam in diese Richtung geht. Das ist aber, diese Fehlerkultur ist nicht alles. Es gibt noch viele verschiedene Faktoren, die dazu beitragen, dass eben Israel so erfolgreiche Startup Nation ist, die Deutschland durchaus übernehmen kann. Zum Beispiel braucht es viel weniger Bürokratien in Deutschland. Also dass diese Anträge, also zum Beispiel Startups können ja theoretisch ja auch Anträge stellen, um öffentliche Gelder zu bekommen, ja, um ihre Startup zu entwickeln. Aber die Bürokratie, allein um so einen Antrag, ich kenne das ja leider auch aus Projekten mit Deutschland, mit deutschen Ministerien, allein ein Antrag ist irgendwie 20 Seiten und dann noch Verwendungsnachweis auch nochmal 20 Seiten. Es ist einfach, ein Startup hat man einfach keine Zeit und keine Möglichkeiten, diese ganzen Anträge auszufüllen. Also Bürokratie abbauen ist absolutes Muss, um eine Startup-Nation aufzubauen. Dann einfach mehr Investment. Investment ist auch noch ein großes Thema in Deutschland. Mehr Acceleratoren an den Unis. Es wurde ja schon, Technion wurde erwähnt. Jede Uni in Israel hat einen Accelerator. Ein Accelerator hilft im Prinzip, ist ein Programm, was Startups hilft, von einer Idee zu einem Produkt zu kommen, in zum Beispiel einem halben Jahr. Das heißt, diese Mentorship, also diese Hilfestellung plus Investment. Und es gibt noch viele weitere Faktoren. Also es gibt durchaus Sachen, die auch Deutschland übernehmen kann. Und diese Fehlerkultur, das kommt so langsam. Das ist jetzt, kann natürlich Deutschland jetzt von einem Tag auf den anderen sozusagen die ganze Mentalität umstellen. Aber es gibt noch andere Sachen, die man tun kann. Okay, denn wir sind gespannt, ob wir heute Abend ein paar solcher Ideen noch weitere hören können. Ich habe vergessen, mich selbst vorzustellen. Ich bin Jürgen von Freitag. Ich leite das Büro der Friedrich-Naumann-Stiftung in Jerusalem. Und dort betreuen wir eben auch die Arbeit sowohl in Israel als auch den palästinensischen Gebieten, was eine ganz interessante Kombination ist. Aber was wir tatsächlich an beiden Orten auch versuchen, sehr stark zu unterstützen, ist Startup-Acceleratoren der frühen Phase, weil es nämlich auch in Israel praktisch Regionen und Teile der Gesellschaft gibt, die praktisch noch nicht von dem Startup-Boom profitieren, und da versuchen wir besonders zu unterstützen. Und ähnlich sehen wir auch in den palästinensischen Gebieten, dass die auch praktisch aus vielen Miseren rauskommen könnten, wenn die mehr unabhängiges Unternehmertum hätten. Also das heißt, wir blasen da in das gleiche Horn als liberale Stiftung. Und wenn wir jetzt davon sprechen, Bürokratieabbau, dann sind wir genau richtig, weil wir sind hier praktisch mit Herrn Saule auch einem Experten, der natürlich sowohl praktisch von der Wirtschaftsseite auch kommt, früher haben Sie ja bei den Handelskammern gearbeitet, aber eben auch praktisch jetzt die Wirtschaftsförderung versucht, praktisch auf Vordermann zu bringen in Brandenburg. Und wir werden jetzt sehr gespannt, mal für erst einmal einen Umriss zu hören, wie es denn eigentlich mit den Wirtschaftsbeziehungen aussieht zwischen Brandenburg und Israel, und zum Zweiten, ob Sie zwei Worte dazu sagen könnten, wie man denn in der Wirtschaftsförderung versucht, sagen wir mal, den Boden für Startups zu bereiten auch, und nicht nur für, sagen wir mal, Großkonzerne, die Großinvestitionen machen, sondern eben auch die kleinen und die frühen Unternehmen zu fördern, die sich noch nicht so gut mit den bürokratischen Prozessen auskennen. Herr Saule. Vielen Dank für die Einleitung. Ich freue mich immer, wenn ich beim Thema Bürokratie einschalte. Besser? Ja. Ja, danke schön. Dachte, es sei eingeschaltet und Sie würden mich hochdrehen, aber machen wir es so. Wunderbar. Ich freue mich immer, wenn das Stichwort Bürokratie ist und ich dann drankomme, weil da leiden wir, glaube ich, alle drunter. Ich freue mich wirklich, heute Abend hier zu sein, weil wir nicht nur als Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg, sagen wir, die Beziehungen zwischen Brandenburg und
Israel auf der Wirtschaftsseite ganz aktiv unterstützen wollen, sondern weil es mir auch ein persönliches Anliegen ist, diese Beziehung zu pflegen. Sie haben es angesprochen, wir pflegen die Beziehung, unterstützen Brandenburger Unternehmen auf ihrem Weg nach Israel in vielfältiger Weise. Werde ich sicher auch noch ein bisschen darüber berichten. Zu dem Thema Einordnung der Wirtschaftsbeziehungen. Startups sind das eine, aber sagen wir, die klassischen Unternehmen sind das andere. Wenn man sich die Statistiken anguckt, die klassischen Außenwirtschaftsstatistiken, dann sind das ja eher die traditionellen Unternehmen, die sich da drin wiederfinden. Da muss man sagen, die Beziehungen zwischen Brandenburg und Israel sind stabil auf einem niedrigen Niveau. Ich glaube, da kann man konstatieren, dass Luft nach oben ist. Deswegen arbeiten wir ja dran. Sie entsprechen aber ungefähr den Wirtschaftsbeziehungen zwischen zwei Ländern der jeweiligen Größe. Also die Exporte von Brandenburg nach Israel umfassen etwa 50 Millionen Euro im Jahr. Vor allen Dingen sind das LKWs und Transporter, aber auch Kunststoffe und Kunststofferzeugnisse, die da exportiert werden. Also die klassische Brandenburger Mischung zwischen Hightech-Produkten und Grundstoffen einerseits. Das ist auch ein Wert, die 50 Millionen, das ist über die letzten 10 Jahre einigermaßen stabil geblieben. Hätte sich auch besser entwickeln können. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel insgesamt sind etwas stärker gestiegen. Wenn wir uns die Importe anschauen, dann machen die ungefähr die Hälfte dieses Wertes aus, etwa 25 Millionen Euro im Jahr, von Waren, die aus Israel nach Brandenburg importiert werden. Das sind vor allen Dingen Luftfahrzeuge, keine ganzen, sondern Teile von Luftfahrzeugen. Das kann man sich an 3 Fingern ausrechnen, dass das vor allen Dingen in Richtung Rolls-Royce geht, Zulieferer für Rolls-Royce, die ja Triebwerke bauen in Brandenburg. Das sind aber auch Medizinprodukte und orthopädische Produkte. Also eher die Hightech-Produkte, die aus Israel nach Brandenburg importiert werden. Dieser Wert, die 25 Millionen, die haben sich über die letzten 10 Jahre deutlich gesteigert, um etwa 40%. Also es ist schon eine positive Entwicklung in der Beziehung drin, aber aus unserer Sicht könnte die noch etwas stärker sein. Was das Thema Investitionen angeht, wir haben relativ wenige Investments aus Israel in brandenburgische Firmen. Ich freue mich sehr, dass heute Abend Patrick von Herzberg da ist, der auf unserer letzten Reise, die wir organisiert haben, ein Investment sichern konnte und mit dem inzwischen hier arbeitet, wenn auch noch nicht wirklich am Marktstart ist, aber vielleicht kann er danach auch noch ein paar Takte dazu erzählen. Bringt mich zu dem Thema Delegationsreisen, Unternehmensreisen. Wir haben über die letzten etwa 25 Jahre, seit wir das aktiv betreiben, 9 Reisen, Unternehmensreisen für Brandenburger Unternehmen nach Israel organisiert. Damit liegt Israel auf Platz 4 der Destinationen sozusagen in unserem internen Ranking, wie oft wir in ein bestimmtes Land schon mit Unternehmern gereist sind. Und ich glaube, das ist für ein Land dieser Größe, ich hatte ja die Dimension der Beziehungen gerade geschildert, schon sehr viel. Also das ist durchaus ein Land, für das wir besonders viel tun. Und hängt es auch damit zusammen, weil Sie glauben, dass man viel lernen kann vor Ort? Oder hat das was mit Affinität zu tun, dass die praktisch einfach das ein wichtiges Partnerland für deutsche Unternehmer oder für Deutsche gesehen wird? Also ich würde sagen, sowohl als auch. Der kulturelle Aspekt, der schon angesprochen worden ist, der ist sicherlich was, wovon Brandenburg-Unternehmen viel lernen können. Aber es ist natürlich auch so, dass die Bereiche, auf denen Israel stark ist, in denen Israel stark ist, also das Thema Sicherheitstechnik, das Thema Agrotech, da sind die Israelis uns einfach voraus. Das muss man so neidlos anerkennen und da kann jeder Brandenburger Unternehmer, der da hinfährt, von den Technologien, von dem Vorsprung, den Israel hat, profitieren. Und ich persönlich finde das ja auch ganz schön. Wir Deutsche neigen immer so ein bisschen dazu zu glauben, dass wir klüger sind als der Rest der Welt. Das ist im Verhältnis zu Israel sicher nicht der Fall. Und ja, das finde ich eigentlich auch mal ganz eine gute Erfahrung für uns, wenn wir im Ausland unterwegs sind. Vielen herzlichen Dank. Jetzt ist es spannend zu hören, was dann praktisch einen israelischen Unternehmer dazu gebracht hat, ausgerechnet hier in Brandenburg und Berlin praktisch aktiv zu werden. Und zwar der im Grunde einem Austauschprogramm gefolgt ist, aber trotzdem sich für den hiesigen Standort entschieden hat. So, I repeat this in English. So, Ran Olan is a start-upper from Israel, and he has chosen Brandenburg and Berlin for his company destination, and this has some reasons. So it's interesting to hear whether you came here because
the programs of Wirtschaftsförderung Berlin-Brandenburg were successful, or exchange programs were successful, or whether there's also economic reasons why you came here. It's the story of my story really relates to the program that I came with. Due to 50 years of diplomatic relations between Germany and Israel, Germany tried to open up the EXIST program. The EXIST program is basically you become a hosted project, a research project within one of the universities, not with the intention of providing research, more in the intention of establishing and building a company. So more really in the startup world. Part of the trying to open this program internationally, starting with Israel, and I applied. I came with a friend to pitch my idea here in Berlin for a few days, and then we were able to apply for this program, which basically gives you funding for a year and a half, three people working in an office, full time, fully dedicated to an idea, and trying to make the first step as a startup. Of course, if I compare that to the other innovation program process that Israeli go to or anywhere around the world, that you know, go back, move back to your parents' house and eat your savings while dreaming big and starting. So this was really comfortable. Moving to Berlin, I had an office. We were three people in a room working on the idea in relative quietness. And you didn't have to fight with too much bureaucracy. Sie hatten nicht zu sehr mit Bürokratie zu kämpfen, dieses Gelder auch zu bekommen. Mm-hmm. So, of course, we were part of the university under this program. So a lot of the bureaucracy that you were supposed to have starting a company, which is anyway difficult in a country that you don't understand the language, this was overcome in the first year and really gave us a really quiet place to work, which is usually much more stressful anywhere else. That's of course a gift. Really allowed us to work and make the progress. And for me personally, I was with this idea 3 years before moving, and it always felt to me, I'm in the area of electronic components, but with the service that is providing cross references and similarity between electronic components, the really small chips that go on your PCBs. And this is, of course, electronic manufacturing happens all over the world, but in Germany it's also similar to the United States. It's also very high end. The market in the US is big, same as in Germany, perhaps not the same size, but big enough, with a lot of big names and a lot of interested companies that could be relevant and will be interested in this technology. So it felt to me like this could be a good place to start this type of company. It's software, but it's also related to the connectors and capacitors and inductors of the world. Es ist sehr interessant, weil Sie beschreiben im Grunde, dass Sie als Hightech-Firma einen komfortablen Start hatten über die Infrastruktur einer Universität, über dieses EXIST-Programm, Humboldt-Universität war das in dem Fall. Und eben auch, dass praktisch Ihr Markt hier ist. Also das heißt, es gibt einen Grund, dass Sie hier arbeiten, trotzdem einem anderen Umfeld, weil diese High-End-Technologie-Kunden vor allem hier in der Region sind für Sie. Ja? Of course. So a lot of Israeli startups from their first days, they already look normally, of course, towards the United States. And at this point for me, considering that I also like Berlin very much and the lifestyle here more than the United States, for me personally, it felt like, okay, this could be similar. Let's hope that there's going to be enough funding later on, because as a startup, you can start without funding, but pretty soon you need to get funding. And that was also something that was here, in front of you. Of course, it's not easy. It's never easy to raise funds. But this was available. It was
then you have to think about the secrets. I will ask you again about this. What kind of Germans can do to attract more startups like you to come here and to create more of this buzz? Also wir wollen von ihm noch hören, was man tun kann, um noch mehr Startups für den deutschen Markt zu begeistern und hierher zu bekommen. Ja. I think there are different types of innovation. I'll be humble enough to say that I can only vouch for the classic high tech software industry because that's where I am in. As far as support for new startups, there's a lot here. There's a lot going on. Starting a company here is not that difficult. Employing people, you overcome the language. Google Translate does a lot of the work for you. It's okay. It's really manageable. It's not easy. But if I look really on the software, and I think that's where I see a lot of new Israelis coming in, that is really perhaps around medium management, so not beginner engineers, more of team leaders, product managers that are moving into Berlin because there's a lot to innovate. A lot of companies, a lot of the startups that we see in Berlin, they have the need for good engineers, and because an engineer, the startup in the high tech world is very advanced, with a lot of engineers getting into it, there's a lot of engineers who are ready to become managers, and this is I think what's driving, and then people move and they found that the lifestyle here is great for them and it fits them, then they will be able to innovate within the companies that they come with. Either if it's Zalando, if it's Allianz, if it's Siemens, if it's Bosch, it doesn't matter. Innovation, I think, especially in the software world, in the B2B world, comes out of the big companies. And I see more and more Israelis integrating into those, into Deutsche Bahn and into Siemens. That will create innovation. It's just a matter of time. Okay, also das ist ein positiver Outlook, dass man eben sagt, wir haben eigentlich gar nicht so schlechte Standortbedingungen mit Firmen wie Siemens und der Deutschen Bahn oder so weiter, die eben auch attraktiv sind für innovative israelische Startups und dass es da praktisch jemand wie Ran Oren mit einem positiven Beispiel vorangeht und vielleicht auch andere dafür begeistern kann, dass es nicht nur den amerikanischen Markt gibt, der praktisch mit dem Englischen vielleicht noch leichter erschließbar ist und größer ist. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, weil Jill Grinager ja eben auch mit der Kooperation der Universitäten und vom Hasso-Plattner-Institut mit dem Technion sich genau auseinandersetzt mit praktisch dem Verbinden als Access Point für junge, technologieaffine Studenten, aber dem dann auch Researcher, dass wir vielleicht ein bisschen hören von Ihnen, was praktisch diese Kooperation ausmacht und vielleicht auch ein bisschen zu hören, wie praktisch, ob es da Kulturunterschiede gibt, ob es da kulturell auch was voneinander zu lernen gibt. Ja, es wäre auch interessant zu hören. Ja, vielen Dank für die Einladung und die Fragen. Mein Name ist Jill Grinager, ich bin an der Institut. Oh, closer to your mouth. Okay. Vielen Dank. Ja, es ist einfach nur näher ran. Jetzt funktioniert's? Noch näher. Nur näher ran. Jetzt funktioniert's? Ja. Okay. Vielen Dank. Jill Grinager, ich komme aus den USA. Vielleicht merken Sie von meinem leichten Akzent, dass ich nicht Deutsch bin. Aber ich arbeite seit langem in Student Services in den USA und in Deutschland. Und es macht mir immer sehr viel Spaß, direkt mit Studierenden zu arbeiten und auch andere an Hochschulen und in der Wirtschaft. Also was ich ganz spannend am Hasso-Plattner-Institut finde, ist, dass ich Kontakte überall habe. Und Hasso-Plattner-Institut ist ein Zentrum für Digital Engineering Education und wir sind am Uni Potsdam angegliedert. Und also wir haben also Interesse aus vielen Ländern,
nach Potsdam zu kommen, aber es gibt auch umgekehrt viel Interesse, nach Israel zu reisen. Wir haben seit 2010 ein Programm mit Technion in Haifa und das ist, wir haben eine Außenstelle und wir fordern Doktoranden, die dort sich bewerben für die Gelder und durch diesen Austausch gibt es auch also viele Wege, wie wir zusammenarbeiten. Und es gibt einen reger Austausch, zum Beispiel beim Symposium, was wir zweimal jährlich haben. Vor Corona-Zeiten war es tatsächlich der Fall, dass die Studierenden, die an den Außenstellen waren, zu uns kommen könnten und dann auch also physisch mit uns über alles diskutieren könnten und voneinander so lernen könnten. Jetzt, also seit den letzten zwei Jahren, haben wir unser Austausch ausschließlich per Videochat und man kann trotzdem diese Verbindungen finden, aber es ist schwieriger. Also unser Institutsdirektor, Professor Meinl, sagt immer, ja, man muss direkt da sein. Also er ist ein großer Fan von direktem Austausch vor Ort. Und ist der durch die, ich meine, findet über diese Videokonferenzen, mit denen man jetzt nur kommunizieren kann im Moment, merkt man da auch kulturelle Unterschiede? Weil ich meine, wir hatten das vorher, die Sache mit der Fehlerkultur, wo man praktisch kulturell was voneinander lernen kann, oder ist es eine rein technische Sache, wo im praktisch in dieser technischen Innovationswissenschaftsszene sowieso alle mit einer Sprache sprechen? Ja, also für den persönlichen Austausch bin ich nicht dabei. Also ich kann mir vorstellen, dass es Fettnäpfchen gibt, also Sachen, die man nicht versteht. Also ich bin, also 2001 war ich hier Fulbright-Stipendiaten und wie mein Kollege hier gesagt hat, also irgendetwas, also war so interessant hier und anziehend, dass ich irgendwie dachte, ja, ich will zurückkehren nach Deutschland und hier wohnen, arbeiten. Also ich glaube, wenn man in einem kulturellen Austausch ist, da lernt man viele neue Dinge und auch wenn man Fehler macht, ist das nicht schlimm. Also man kann immer sagen, ja, ich wusste nicht, dass ich Kontakt sagen müsste statt Seilschaften oder dass es eine Transparenz gibt und nicht, dass etwas durchsichtig ist. Also diese Fehler kann man gut verstehen, aber manchmal ist es peinlich. Also wenn man das zur falschen Zeit sagt, dann ja. Aber ich denke, also wir haben auch Außenstellen in Nanjing in China, Südafrika, Kapstadt und in Irvine, Kalifornien, University of California, Irvine. Und also zweimal jährlich treffen wir uns alle für diese Veranstaltungen. Und ja, die Professoren sind auch dabei und sagen, geben auch Hinweise. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass die zwei weiter in Kontakt bleiben. Und die Professoren sind auch sehr engagiert. Also es ist schon mal Kontakt mit anderen führenden Wissenschaftlern zu haben. Aber man spricht praktisch, es scheint so, dass es sowieso eine Sprache, eine Welt ist, wenn man von diesen engen Kooperationen hört, dass es nicht im Schwerpunkt ist, dass es da kulturelle Unterschiede so dominieren, sondern das sind lernbegeisterte Wissenschaftler, die voneinander lernen wollen, sowieso. Ja, also aus meiner Erfahrung, wir haben auch eine Kooperation mit Stanford und im letzten Jahr waren unsere Austausche auch ausschließlich per Zoom. Und also da merkt man, die Leute kennen sich von vorher und es ist dann nicht so schwer. Aber wenn man diese Vorerkenntnisse nicht hat, dann kann es eine Hürde sein, das nur digital zu machen.
Es ist jetzt interessant, jetzt Jenny Havemann auch, ich schaue mal in diese Richtung, es ist wahrscheinlich blöd, wenn ich so nach oben schaue, es ist auch interessant zu hören, ich meine, wir haben vorher schon über die Fehlerkultur gesprochen, es ist bekannt, dass Israelis schnell, sogar noch mehr als Deutsche negatives Feedback sehr offen auch anderen geben. Das hat was, das sind so kulturelle Faktoren, wie man sagt. Aber es gibt ja offensichtlich auch Gründe, weswegen sich israelische Start-Upper, Innovatoren für Deutschland interessieren. Also es gibt ja, das scheint ja etwas Gegenseitiges zu sein. Es gibt da eine große Innovationskraft, aber irgendwie gibt es auch ein Interesse für Deutschland. Was sind denn da so Faktoren, die eine große Rolle spielen für die Kooperationsmöglichkeiten zwischen Israel und Deutschland? Was begeistert oder womit können Sie israelische Innovatoren begeistern für Deutschland? Ja, Sie sprechen das genau das Richtige an. Also es ist tatsächlich das mit dem Wirtschaftlichen, das hat ja Ran, wenn ich jetzt den Namen richtig hoffentlich habe, richtig gesagt, dass eben der israelische Startup-Blick schon immer erst in die USA war und erst so ganz, ganz langsam sich nach Europa wendet. Die Israelis haben natürlich eine sehr große Affinität zu Deutschland. Das hat natürlich historische Gründe. Sehr, sehr viele Israelis haben Großeltern oder Urgroßeltern, die eben noch vor dem Holocaust eben aus Deutschland stammen. Und natürlich fühlen sie auch diese Verbundenheit mit, die sagen, jedes Mal, wenn wir zum Beispiel auf der Straße, egal ob jung oder nicht so junge Menschen treffen und die hören, dass wir Deutsch sprechen, sagen sie, ah, wo kommt ihr denn her? Ah, meine Großmutter kam aus Essen oder mein Großvater kam aus Frankfurt oder sowas. Also das hört man halt immer wieder. Das heißt, die haben eine emotionale und familiäre Verbundenheit natürlich zu Deutschland. Das ist sehr, sehr wichtig. Deswegen mögen die Israelis eben Deutschland so gerne. Und das Negative ist, kommt tatsächlich gar nicht so wirklich vor. Also viele Deutsche, weiß ich, dass viele Deutsche so ein bisschen, wenn sie noch nie in Israel waren, Angst haben, nach Israel zu fliegen. Und das ist total unbegründet. Also die Israelis haben wirklich überhaupt keine negativen Gefühle gegenüber Deutschland oder Deutschen. Es gibt tatsächlich wahnsinnig viele Kooperationen. Und ich finde, Deutschland müsste, das wurde auch schon, ich glaube, Brand hat es auch schon ein bisschen angesprochen, Deutschland müsste eben auch diesen Blick ins Ausland ein bisschen noch weiter, vorantreiben, weil die Deutschen, gerade die deutschen Startups, der deutsche Markt ist natürlich groß, der israelische ist sehr klein, aber wenn die deutschen Startups tatsächlich auch mit den amerikanischen Startups und mit den chinesischen mithalten wollen, dann müssen sie natürlich auch den Blick ins Ausland weiter öffnen. Und eine Sache, die auch angesprochen wurde, wie kann man israelische Startups ein bisschen mehr begeistern, in Deutschland zum Beispiel tätig zu sein oder sogar in Deutschland ein Office zu öffnen. Ich glaube, das gilt mehr für Startups, die schon ein bisschen größer sind. Das ist so meine zumindest Erfahrung mit Startups. Wenn Startups gerade anfangen in Israel, dann haben sie eher weniger Interesse, weil das einfach viel umständlicher für sie und viel teurer ist, jetzt sofort ins Ausland zu gehen und dort irgendwie ein Office aufzumachen. Das kann für manche wie Software zum Beispiel einfacher sein, aber für die meisten Startups ist es schwieriger. Aber wenn sie schon eine gewisse Größe erreicht haben, das Startup, dann und Investoren zum Beispiel in Europa finden, beispielsweise in Deutschland oder Österreich, dann ist es für die, und Kunden natürlich haben in Deutschland, dann ist es für die einfacher, dann zum Beispiel das zweite Office nicht in den USA aufzumachen, sondern eben dann zum Beispiel in Potsdam. Ja, das macht Sinn. Also wir merken, es hat viel, die Kooperation hat viel mit unterschiedlichen Standortbedingungen zu tun, dass eben in Deutschland ein viel größerer Markt ist. Aber ich muss trotzdem gerade vor einem deutschen Publikum ganz kurz auch nachfragen bei Ran Oren, weil wie Jenny Havemann ja gerade gesagt hat, dass eigentlich das Israel-Bild von Deutschland nur positiv
heutzutage ist. Und es ist ja schon etwas, was wir kurz erwähnen müssen, nach der Geschichte der Shoah und dem Holocaust, dass eben praktisch heutzutage sich ein Israel, in Israel das Deutschlandbild gewandelt hat. Und wäre sehr interessant zu hören von Ran Oren, wie er praktisch in seinem eigenen Freundeskreis und Verwandtenkreis auf die Dinge geschaut hat, weil das scheint ja auch eine Generationsfrage zu sein. Also ich habe noch Shoah-Überlebende miterlebt, die gesagt haben, sie würden nie nach Deutschland fahren, weil das ihnen zu tief in den Knochen liegt. Aber es hat über die letzten Jahrzehnte offenbar hat sich was verändert und deswegen würde mich das Persönliche interessieren. So, what did your friends say and your family when you came to Germany instead of somewhere else? Of course, it's a generational question. Of course, I'm happy. At the point of making the decision, my grandmother was not alive, so it was obviously easier. Question to ask. Of course, it's Israelis in general and Jewish people around the world have traveled a lot and has been to a lot of places, integrated to a lot of places, and then moved. And so it's part of this dynamic that we as people perhaps have. And I think especially in research, people who are looking to improve their research and find new funds for research. And find common people with the same interest. For researchers, I think it's the cultural thing will not exist because it's research people. That's what's important for them. It's research more than cultural or this. Of course, time has passed, and with Germany in particular, a lot of people traveled here and a lot of people moved here over the years. Starting with more of the artistic people moving to Berlin and the great communication between the Israeli and the Berlin, particularly gay scene. So the ground was laid for several years. So now you really see people who really traditionally would immigrate to the US. Now you see those people coming up here. The lifestyle and what this country has to offer is of course very attractive. And if you come, and isn't it even like sometimes people even say in Tel Aviv that they are scared that too many Tel Avivians move to Berlin? I mean, it's in total numbers. It's not a demographic fear, but there is this kind of jokingly fear. Yes, of course. It's very comfortable for Israelis to focus on the Israelis that moved to Berlin, than to focus on the Israelis that moved to Silicon Valley. Of course, there are many more Israelis who moved to Silicon Valley and New York. But it's a special type of group that really inherently started with artists and the gay community and more of the authors and movie, which is always the best ground to. To bring over and to connect with young, cool, liberal people who are looking, for a diverse life, really culturally diverse, which is really lacking in Israel, and of course, really attractive for Israelis. So I think this environment really provides a lot of this lifestyle. In my company, for example, I had easily four or five nationalities within one data-related team. And that was magnificent, something that's really hard to find in Israel, I would say. So that's a privilege, that's a lot of fun, that's really interesting, and that will continue and be attractive. Yeah. Es ist unheimlich interessant, wie wir praktisch hören, wie groß praktisch für die Standortentscheidung hier Berlin-Brandenburg eben doch etwas ist, was ganz wenig mit Wirtschaftspolitik zu tun hat, nämlich eher mit einer Kultur, die hier wahrgenommen wird, die wahrscheinlich am besten mit dem Zitat des ehemaligen regierenden Bürgermeisters von Berlin, Wowereit, mit dem arm aber sexy, diese praktisch, dass Berlin vielleicht nicht besonders wirtschaftlich erfolgreich ist, aber irgendwie eine reiche Kulturszene hat und dass das ein Hauptfaktor ist, der praktisch dann wieder für Leute aus der Tech-Szene diese Stadt
und diese Region, eben Brandenburg, da auch mit attraktiv macht, ist hochinteressant. Gibt es praktisch da auch gezielte Bewegungen, dass man versucht, irgendwie davon zu profitieren, wenn man sagt, wir versuchen für den Wirtschaftsstandort zu werben? Ist es praktisch sind diese Soft-Faktoren, die erstmal mit Wirtschaft weniger zu tun haben, ein wichtiger Punkt? Und wie bemühen Sie sich praktisch genau, dass mehr solche Unternehmen auch praktisch von diesem Standort praktisch angezogen werden? Wie viel können Sie in der Wirtschaftsförderung für den Bürokratieabbau machen? Also erstmal glaube ich, freuen wir uns sehr, dass wir mitten in Brandenburg als größte kreisfreie Stadt Berlin liegen haben, denn die macht ganz viel von dem Reiz dieser Region in so einer jungen internationalen Zielgruppe aus, keine Frage. Wir haben auch schon halb scherzend, halb im Ernst festgestellt, dass wir gar nicht bis Israel gucken müssen, um israelische Startups nach Brandenburg zu bringen. Es reicht, wenn wir mit der S-Bahn nach Berlin fahren und dort ein attraktives Angebot machen für alle, die mit ihrem Thema in Brandenburg vielleicht besser aufgehoben sind als in Berlin. Also die ursprünglich in die Region gekommen sind, weil sie Berlin attraktiv fanden, die dann aber in dem Gründungsprozess feststellen, von den Standortbedingungen her, wenn ich an das Thema Agrotech denke, da ist es besonders augenfällig. So jemand ist natürlich in Brandenburg besser aufgehoben, um dann zu gründen, als das in Berlin ist. Das ist auch gar keine Konkurrenz, sondern aus meiner Sicht wirklich eine Synergie zwischen diesen beiden Standorten, die ja gemeinsam die Metropolregion bilden. Was das Thema Bürokratie angeht, ja, wir haben in den letzten Jahren fünf israelische Startups begleitet, was ich doch relativ viel finde. Wir haben denen nach besten Kräften auch bei dem Überwinden der Bürokratie geholfen, aber die Erfahrung ist auch für uns oder das, was uns zurückgespiegelt wird, dass das schon nicht nur eine Hürde in der Umsetzung ist, sondern auch, sagen wir mal, einen kulturellen Unterschied darstellt, diesen Umgang mit Bürokratie. Man denke, das Exist-Programm ist ja genannt worden, alles Geld, was da ausgegeben werden muss über einen bestimmten Schwellenwert, muss nach deutschem Vergaberecht ausgegeben werden. Wer mit dem Thema schon mal zu tun hatte, weiß, dass das die meisten Deutschen und auch erfahrene Bürokratiemanager an den Rand der Kapazität bringt. Also das ist schon ein Thema, wo wir dann versuchen, so gut wie möglich zu helfen. Ganz aus der Welt schaffen können wir das Thema nicht. Es ist aber irgendwo natürlich auch die Kehrseite eines funktionierenden Fördersystems, das auf der anderen Seite ja auch ganz attraktive Konditionen bietet. Also das heißt, das ist dieses stete Ringen darum, wie wir praktisch den deutschen Wunsch nach den besten und gerechtesten Regeln in Einklang bringen mit der praktischen Realität von Forschern wie von Unternehmen. Deswegen, ich weiß nicht, Frau Grinager, haben Sie Erfahrung praktisch, was man in praktisch an dem Standort hier verbessern kann, um diese Kooperation und um diese Art der leichten, direkten Dienstwege zu verbessern? Oder sind Sie sowieso in einer Insel der Seligen im Hasso-Plattner-Institut, was neu und innovativ ist? Oder können Sie da was mitgeben? Ja, also was Entrepreneurship angeht, haben wir am Hasso-Plattner-Institut ein E-School. Und unser Direktor Frank Pavlicek hat sich sehr gefreut, dass wir dann auch dieses Jahr diese Startup-Unterstützung auch für die Außenstellen anbieten können. Also das ist auch interessant, oder? Dass man selbst im Land, wo es so viele Startups und Incubators gibt, das ist auch hier, also diese Unterstützung auch. Also wir hoffen, dass es gut angenommen wird. Also das ist, Das hoffen wir auch. Und jetzt möchte ich gleich fragen, sind schon aus dem Internet, gibt es die Möglichkeit, über Zoom Fragen zu stellen, auch über die Q&A-Funktion, aber erstmal hier im Raum. Wir haben ein solches reiches Wissen hier versammelt. Gibt es Fragen an die Referenten? Wunderbar, dann ist das einzige Wichtige, dass Sie ein Mikrofon bekommen. Ich glaube, das ist das einzige mobile.
Oder gibt es ein mobiles? Ja, dann ist es dieses. Dann können wir uns das auch teilen. Also, wenn Sie sich kurz vorstellen, dass wir wissen, wer Sie sind, und dann sind wir gespannt. Ja, mein Name ist Günther Tauer von der Firma TBS. Ich komme nicht aus Brandenburg, sondern aus Berlin. Es ging um die unterschiedlichen Kulturen. Vor etwa 3 Jahren gab es hier eine Veranstaltung vom früheren Ventures, Hasso Plattner Venture CEO Aaron Davidson. Und der hat sehr schön herausgearbeitet, dass der Unterschied der Israelis zu den, ich sag mal, auch zu den KMUs in Deutschland, daran lag, dass die Israelis, wenn sie sozusagen ihre Start-up beginnen, dann haben sie also ein Pensum von etwa 70 bis 80 Stunden in der Woche. Und, was ja auch ein Phänomen ist für Israel, dass sie dann so nach 2-3 Jahren sagen, wir wollen das Ding verkaufen, weil wir wollen uns wieder unseren Freunden und der Familie widmen. Und da passiert jetzt, so hat er das auch formuliert und auch andere Israelis, die antworten, so ein Wandel. Das heißt, die KMUs werden wieder in Deutschland, werden so ein bisschen als Vorbild dargestellt, weil sie nachhaltiger sind. Nachhaltiger heißt, das geht nicht auf Unicorn gleich raus, sondern die nächsten 10 Jahre sozusagen ein kontinuierliches Einkommen oder sowas zu erzielen. Und das ist so ein Phänomen, was mich überrascht hat. Und das würde ich ganz gerne auch vielleicht nochmal bestätigt sehen, also jetzt oder auch nicht. Je nachdem. Total spannende Frage. Das ist praktisch in der ganzen Startup-Diskussion eines der zentralen Diskussionen. Man hört es sehr oft in Israel von Startupern, nur wann kriege ich mein Exit? Ja, und das ist genau das, was Sie beschreiben. Schnell erfolgreich, schnell verkaufen und dann was Neues machen, und jetzt dieser Wandel. Ich weiß nicht, Frau Havemann, können Sie zu der Frage was antworten? Ja, vielleicht kann ich ganz kurz was dazu sagen. Vielleicht will noch jemand von den Speakern was dazu sagen. Also es war tatsächlich so, wie Sie sagen, das ist richtig, dass es über viele, viele Jahre genauso funktioniert hat und dass eben so die Struktur war, dass eben viel arbeiten und dann das aufbauen und verkaufen. Mittlerweile ist das tatsächlich so, dass sich, das zeigen auch sehr, sehr viele Researchers, dass sich das ein wenig verändert hat. Also dass mehr und mehr israelische Startups eigentlich zu Mittelstandsunternehmen werden. Also es gibt ja auch viele, viele Namen, die man kennt, vielleicht Checkpoint und so weiter. Es gibt auch viele, die man eben nicht kennt. Also das ist schon so langsam im Wandel, dass sich auch viele israelische Startups in richtige Unternehmen verwandeln. It would be interesting to hear your point of view. Do you want to become a German Mittelstand company, or do you wait for your exit? And do you also see this kind of change? It is true. It's hard to look at that, because I will tell my story. So I raised I started with the research project funding, and then I raised the seed round of around $1.5 million into my company. At the beginning of the year, we managed to raise a Series A of closer to $2 million dollars. And around 3 weeks ago, I actually sold the company to the original investor. So yes, of course, the idea to go to an exit, it's something that happens. It relates a lot to the founder. I really did 4.5 years of taking nothing, okay, taking a zero and taking it to the first step. In this 4.5 years, I dealt with everything. I managed research, although I'm definitely not the right person to do that. I managed the company from financial perspective, which I'm definitely not the right person to do that. But you know, when you're a startup person, you have to do all those things together. The change into becoming a Mittelstand or a company with several hundreds of people is totally, it's different people. A different CTO and a different CFO and a different COO, okay? It's different types of people. For me, it was, I can say personally, it was hard even to make this change into from a garage type of behavior into a real company with real clients,
it's tough, not because I cannot do it. I've done that in big companies before, but the transition is really tough. So this is why you see a lot of people that a lot of times the entrepreneur who really built the bits and bytes and, you know, I dragged all my giveaways for the Messe Munich in for Electronica for several years, you know, doing it in as a very small scale. Is very hard to, it takes a lot of your heart, takes a lot of your effort, and sometimes this change is more difficult. Still, I think for me it was a pleasant environment. I met with a lot of innovative people who are hungry to create and to bring new stuff, and I'm talking about German big companies, groups in the size of the Wirt Group or you know, companies at the size of their level. Happy to innovate, happy to buy and take part in new ideas, and I think for me it was I was happy about it, and I really hope to now go and do my second company. Perhaps my second company I will start it from not from zero but from one, and I'll be happy to take it to number four. And I think that's very true to the Israeli environment. You see a lot of startups. You see a lot of startups getting money. If you look under the hood and you look at the names of the people who do that, it's a lot of times the same people. So the entrepreneur who does it for the first time, he will come back and do it for the second time. It will be much easier to raise funds, to start a company. I will approach a new company in a totally different way if I do it again. So this is what you have to maintain. The second time, the third time, entrepreneurs they will come back. Okay, what I'm going to do is a different question, but I will eventually come back and hopefully will be able to innovate, either in the same area or a different area. Das ist wunderbar, weil das sind zwei unterschiedliche Antworten, wie natürlich alle gemerkt haben, weil Jenny Havemann davon spricht, dass ein Kulturwandel auch stattfindet bei den Startups, und Ran Oren im Grunde beschreibt, dass das eine funktionale Teilung ist, dass das was anderes ist, die Leute, die schnell Unternehmen gründen und innovativ sind, dass das offenbar andere Menschen sind, als die, die praktisch ein mittelständisches Unternehmen über lange Zeit praktisch professionalisieren und breiter aufstellen und so weiter. Das klingt auch insofern sehr hoffnungsvoll, diese zweite Interpretation, weil es da offensichtlich voneinander was mitzunehmen gibt. Deutschland mit diesem erfolgreichen, stabilen Mittelstandsunternehmung und eben das israelische Innovationsgeist, wenn man praktisch mehr Start-ups dann in praktisch die Hände von Mittelständlern legt, dann können die beide voneinander profitieren. Da kann die Ideenschmiede praktisch mit dem Apparat umgehen. Ist Ihre Frage ist wahrscheinlich mehr oder weniger beantwortet. Es gibt auch, das ist aber das gleiche Phänomen, was wir in Deutschland haben mit den Startups. Die Startups können nicht mit den SMEs oder mit den KMUs kommunizieren. Das ist eine andere Sprache. Also wenn ich hier in Berlin teilweise bei einigen Veranstaltungen bin, dann frage ich mich immer, wissen die eigentlich, wenn sie sagen, von der Digitalisierung im Maschinenbau sprechen und auch, ich sag mal, auch KMUs ansprechen, dass man dass eine Maschine unter Umständen 2-3 Millionen kostet und ich die nicht einfach rauswerfen kann und dann einen neuen digitalen Ansatz mache. Also dieses Retrofitting, das beginnt so langsam. Aber das hängt auch mit der Mentalität zusammen. Und ich glaube, da ist es auch teilweise, ich glaube aber die andere Seite ist, die Israelis haben großes Interesse an Deutschland, wegen sozusagen noch diesem Backbone, dem Rückgrat der SMEs, der KMUs hier. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel von Würzburg nach Stuttgart fahre mit dem Zug, da habe ich wirklich Täler-Menschen oder Täler-Unternehmen. Ein Hidden Champion nach dem anderen. Und darum, wir verkennen auch, ich würde auch sagen bei den Israelis, wir verkennen wir sehen nur den Eisberg, nur die Spitze. Also wenn ich jetzt nur den Aaron Davidson sehe mit seinem VC-Kapital mit 300 Millionen oder 500 Millionen, der sitzt in Berlin. Aber er nutzt natürlich Berlin sozusagen auch als Tor für die EU. Und das ist nochmal die zweite Komponente, die eine Rolle spielt.
Also ganz klar, aber auch da sprechen Sie natürlich von der Funktionsteilung, dass eben wie wichtig der Markt ist und der Marktzugang von Berlin auf den großen europäischen Markt. Herr Saule wollte dazu noch was sagen. Ja, vielleicht ganz generell Ihnen völlig recht geben, dass da mit den KMUs, den Etablierten einerseits und den Startups andererseits zwei Welten zusammenkommen, wo es Übersetzungsarbeit braucht, die wir zum Beispiel auch leisten. Ein schönes Beispiel aus dem Thema Bergbau, Transformation. Es gibt ein Unternehmen, das in der Lausitz sich spezialisiert hat auf die Elektrifizierung von Bergbau, Tagebauen. Und die haben irgendwann festgestellt, dass sie mit ihren Kompetenzen auch wunderbar zum Thema Vergnügungsparks passen. Also die machen inzwischen mit dem Europapark in Rust jedes Jahr ein neues Fahrgeschäft. Die sind also per se schon sehr innovativ, haben aber jetzt festgestellt mit unserer Vermittlung, dass das Thema Virtual Reality, Augmented Reality für das Thema Fahrgeschäft plötzlich eine völlig neue Dimension bietet. Und da haben wir sie mit Startups hier in Babelsberg und auch in Berlin zusammengebracht und haben da schon so eine Art Vermittlerrolle oder Übersetzerrolle eingenommen. Das ist nicht ganz einfach, aber es ist aller Mühen wert. Da bin ich völlig bei Ihnen. Ich wollte noch zum Thema Mittelstand oder was wird aus den Startups eigentlich noch ein paar Takte sagen, weil das für uns als Wirtschaftsförderung natürlich besonders interessant ist, wenn die Startups sich dauerhaft ansiedeln, nicht ganz schnell den Exit machen und wirklich für Wertschöpfung und Beschäftigung in der Region sorgen. Was unser großer Vorteil ist, ich habe die Wirtschaftsförderung Brandenburg noch nicht in der Breite vorgestellt, aber wir sind eben nicht nur für Startup-Unterstützung da, sondern auch für die Unterstützung der Bestandsunternehmen hier in Brandenburg. Wir übergeben jedes interessante Startup-Unternehmen dann in die Betreuung unserer Branchenteams, um sie weiter zu begleiten, um sie hier am Standort möglichst zu verwurzeln und sesshaft zu machen. Das ist, wie gesagt, das eigentliche Ziel für uns, nicht nur Innovation reinzuholen, sondern auch dafür zu sorgen, dass sie dauerhaft in Wachstum und Beschäftigung hier in Brandenburg sich verwandelt sozusagen. Ja, also das heißt, auch da wieder, das eine kann nicht ohne das andere. Die KMUs haben natürlich auch mit den Startups zu tun, wie wir gehört haben, weil die Hauptkunden von Ranoren Startups sind wiederum auch KMUs. Vielen Dank auch für diese Einschätzung. Jetzt mein Kollege Martin Fischer vom Büro Brandenburg von der Friedrich-Naumann-Stiftung hat eine Frage aus dem elektronischen Publikum. Ich bitte um die Frage. Also ich lese die Frage gern vor. Herr Geißler fragt, es würde mich interessieren, wie hoch der Anteil der arabisch-palästinensischen Israelis an Startups in Israel ist und ob auch palästinensische Startups in Deutschland/Brandenburg präsent sind. Sehr gute Frage. Ist hier jemand da, der dazu etwas sagen kann? Ich kann dazu was sagen. Also erstens, es ist, und ich freue mich, wenn die Referenten auch dazu was sagen, weil das trifft im Kern einer unserer Arbeitsstränge der Friedrich-Naumann-Stiftung in Israel, das eben identifiziert wurde, dass es eigentlich zwei größere Bevölkerungsgruppen in Israel gibt, die nicht vom Start-up-Boom wirklich teilnehmen. Und es ist zum einen das arabische Israel, was etwa 20% der Bevölkerung ausmacht. Und es ist zum Zweiten das ultraorthodoxe Israel, was ungefähr ein ähnlicher Prozentsatz in der Bevölkerung ausmacht. Und deswegen ist es eine der Hauptwirtschaftsentwicklungsprogramme, die man in einer Community, in der die Friedrich-Naumann-Stiftung Teil des Ganzen ist, identifiziert hat, um was daran zu verändern. Da gibt es ganz tollen, einen ganz tollen Stiftungspartner, der heißt Hasub. Und Hasub ist im Grunde der wichtigste früher Startup-Accelerator im arabischen Israel. Und da gibt es jetzt, wir machen einen regelmäßigen Startup-Cup mit Universitäten und dann auch mit jungen Unternehmern, um genau diese Frühphase von der Idee zu einer echten wirtschaftlichen Unternehmung zu begleiten. Und da gibt es inzwischen eine Anzahl von niedrigschwelligen arabischen Services Companies,
die sich insbesondere konzentrieren, wie wir das aus Berlin kennen, mit Lieferando um Lieferservice. Also, dass sie versuchen, kleine Restaurants und Unternehmungen mit den Kunden zu verbinden. Dass sie versuchen, niederschwellige praktisch Dienstleistungen über praktisch Online-Plattformen zu organisieren. Aber und wir haben da direkt den Vergleich dazu zum palästinensischen Start-up-Sektor. Und da ist der noch der viel schwieriger, Kapital zu gewinnen. Die leiden zum Teil auch unter der Antinormalisierungskampagne, dass sie wissen, dass sie praktisch formal sich schwer tun, mit Israel Geschäfte zu machen. Deswegen streben die meisten palästinensischen Startups in den palästinensischen Gebieten darauf, in die MENA-Region irgendwie aktiv zu werden. Da gibt es auch genau in diesem niederschwelligen Dienstleistungsbereich, also das heißt sowas wie Uber, Taxi-Lieferdienste und so weiter, gibt es einzelne Gründungen, die ganz interessant sind, aber die eben dann gezielt in die arabischen Nachbarländer, Syrien, Irak und so weiter gehen, die dann auch Besonderheiten haben, ähnlich wie die libanesischen Unternehmer, weil sie eben eine viel schlechtere Infrastruktur haben und deswegen sich mit ganz anderen Lieferkettenproblemen auseinandersetzen müssen und eine Expertise mitbringen, die nicht unbedingt westliche und auch teilweise nicht israelische Firmen mitbringen. Im arabischen Israel fehlen noch die Unicorns, aber es gibt praktisch eine ansteigende Bubble an Startup-Unternehmern, die versuchen bewusst, das in die kleineren Städte zu tragen. Das ist eben Unternehmertum, digital und nicht digital, also auch mit Zielrichtung KMU, auch mit Zielrichtung klassische herstellende Betriebe zu entwickeln. Aber das ist noch ein weiter Weg zu gehen und unsere Arbeit hört da noch nicht auf. Gibt es sonst jemanden, der was zu dieser Frage sagen will? I mean, the main question was about the Arab-Israel, how far the Arab-Israel has created or is part of the startup boom that happens in the rest of Israel. And I just described that we try to support it with our partners in Israel, but that it's a long way to go, that we haven't seen the unicorns of it yet. Or is there something you want to add? Not much, perhaps. Just quickly, I think you touched on the mutual development areas. I think the basis for the Israeli high-tech industry is really the IBM and Microsoft, the Dell, Apple, etc., coming to Israel and starting a development center. Same with SAP Labs, for example, also have a big research place. So this is the basis for a lot of stuff, and those are the companies that are also able to go and create their own locations and research labs or support areas in what's called the Silicon Valley, you know, like more of the Arab-Israeli cities that are mixed or and they're more connected to the Israeli, they are connected to the Israeli economy. The West Bank, probably East Jerusalem, it's going to be more difficult just because of the communication and the normal way of conducting business. It's hard to compare, yeah, but it's going to be similar to if you want to conduct business in other locations that are just far harder to communicate with worse communication. It's difficult. It's a difficult task to do from business planning and business forecasting, right? Yeah, and I mean, and one thing we try also to do, like the Norman Foundation started 10 years ago, an ME20 forum, which is basically a forum of Palestinian and Israeli entrepreneurs, and most of them are from the startup world. So we also have a little hope that this kind of communication that didn't interrupt
despite all the conflicts that break out on a regular basis, that kind of distrust building in this specific world can also somehow contribute to a better understanding and moderation of other conflicts, because at the end, these are people who are crucial for the economic development and so far have also an interest in the political development, which is the framework in which the economy operates. So we're happy jetzt habe ich die ganze Zeit Englisch gesprochen. Also wir versuchen mit diesem MI 2.0 Forum eben auch den Dialog zwischen den Unternehmern und Start-upern, zwischen Palästinensern und Israelis beizutragen. Und wir haben begründete Hoffnung, dass das ganz gut funktioniert, auch in Krisenzeiten. Aber es ist ein langer Weg. Wir wissen, der Konflikt ist tief. Und gerade im arabischen Israel bewegt sich da gerade viel. Aber die Unicorns haben wir leider eben noch nicht gesehen. Fragen? Ja, wir haben Ein Unterschied ist mir noch aufgefallen, weil der ist gar nicht von Ihnen so sehr berührt worden. Ich glaube, Jill hat es so ein bisschen angedeutet oder so, naja, nicht so ganz. Das ist der Unterschied zwischen den israelischen Wissenschaftlern und den deutschen Wissenschaftlern. Guter Punkt. Wir haben nämlich, die deutschen Wissenschaftler sind sehr häufig sehr stark verbeamtet. Das heißt, auch durch diese ganzen, die Konkurrenz mit den Drittmitteln, passiert ist, dass das nicht zu Lösungen kommt. Sie schauen auch nicht über den Tellerrand hinweg. Und wir haben das beobachtet eben, weil über Geschäftspartner, dass die israelischen Wissenschaftler also A, mehr pragmatischer sind. Sie sind auch mehr Entrepreneurs, beziehungsweise sie fördern stärker ihre Studenten-Entrepreneurship. Und das ist in Deutschland nicht der Fall. Wir sitzen also noch sehr stark sozusagen im Academic-Bereich, also im Ivory Tower oder sowas, im Elfenbeinturm. Ja, also Sie beschreiben eben auch teilweise die Angst der deutschen Wissenschaft vor der Kooperation mit der Wirtschaft und mit dem Realleben. Sie sagen, dass es eben beamtische Strukturen gibt. Sagen Sie, können Sie was dazu sagen? Also leider mit dem israelischen Wissenschaftssystem kenne ich mich nicht so gut aus. Also ich kann keine Schlüsse ziehen, welche Unterschiede es gibt. Also wie schwer es ist, dann Professor zu werden, welche Hürden es gibt. Also was mir hier in Deutschland nicht so gut gefällt, ist, dass es so schwer ist, eine Stelle zu bekommen und dass die Verträge immer befristet sind. Also ich weiß nicht, inwiefern das auch in Israel ein Thema ist. Aber in Deutschland, um in der Wissenschaft voranzukommen, muss man wirklich da kämpfen und lange promovieren, dann als Postdoc sein und dann hoffen, dass es einen Junior-Professor oder eine Professorstelle gibt. Ich würde gerne ein paar Sätze dazu sagen, wenn ich darf. Ja. ich habe tatsächlich einen Aspekt insgesamt Bildung natürlich nicht berührt, weil das auch ein großer Aspekt ist. Aber tatsächlich haben Sie recht, also die israelischen WissenschaftlerInnen unterscheiden sich tatsächlich von den Deutschen. Und ich kenne wahnsinnig viele israelische WissenschaftlerInnen, die in der Uni tatsächlich Startups aufbauen. Deswegen habe ich ja vorhin auch erwähnt, dass jede Uni und jedes College mindestens einen Accelerator hat. Das bedeutet, entweder die Studierenden oder eben tatsächlich die WissenschaftlerInnen fangen an, aufgrund ihrer wissenschaftlichen Arbeit, wenn sie sehen, es gibt aus ihrer wissenschaftlichen Arbeit kann man tatsächlich etwas Praktisches machen, also ein Produkt, ein Startup, dann fangen sie in der Uni an. Es gibt dann gewisse Programme, die Uni beteiligt sich dann natürlich auch in ein Investment, die suchen Investoren, aber tatsächlich gibt es sehr, sehr viele WissenschaftlerInnen in Israel, die Startups bilden. Man kann auch ganz kurz vielleicht ein Beispiel, Mobileye. Wir kennen ja wahrscheinlich alle Mobileye aus Israel. Das ist dieses Warnsystem in den Autos, um eben Spur halten und wenn man zu schnell auf ein anderes Fahrzeug hinfährt.
Mobileye wurde ja von Intel gekauft für 13,5 Milliarden Dollar, dieser Chip. Und es wurde gestartet, der CEO war ein Professor in Jerusalem an der Hebrew University. Und die ganze Geschichte hat damit begonnen, dass er in einer Vorlesung, wo tatsächlich auch Autobauer anwesend waren, gesagt hat, ich schaffe es, mit einer Linse Abstand zu messen. Und ich glaube, das war von Toyota, jemand, der gesagt hat, nein, ich wette, sie können es nicht. Und hat gesagt, okay, wir wetten, um wie viel wetten wir? Und ich glaube, das war von Toyota oder Honda, ich weiß es nicht mehr genau, sagte, ja, ich gebe Ihnen 100.000 Dollar, versuchen Sie es mal. Und dieser Professor, Amnon hat tatsächlich in seiner Garage dann diese Linse, dieses System gebaut. Und so wurde eigentlich Mobileye im Prinzip geboren. Also es gibt viele Beispiele, aber das ist vielleicht so das Berühmteste. Vielen herzlichen Dank. Dann möchte ich jetzt praktisch, um die Runde abzurunden, noch alle unsere Teilnehmer fragen, was wäre denn die Vision, die wir brauchen, um die Wissenschafts- und Wirtschaftskooperation zwischen Israel und Deutschland zu verbessern, was praktisch die Vision für die Zukunft ist oder die Forderung für die Zukunft. Frau Grinager. Ja, also ich glaube, jede Institution kann einen Beitrag leisten. In den letzten 11 Jahren hat Hasso Plattner Institut 45 israelische Doktoranden gefordert und von dieser Gruppe haben 30 Dissertationen abgeschlossen. Also das finde ich schon viel. Und also die Tatsache, dass jede Person dann also die Kraft hat, was Kleines zu ändern, damit also Beziehungen zwischen Menschen aus verschiedenen Ländern sich verbessern. Also das finde ich wirklich gut. Also man soll wirklich Kooperation intensivieren. Vielen herzlichen Dank für dieses klare Plädoyer, dass die direkten menschlichen Beziehungen und eben die Förderung des Austauschs eben praktisch ein guter Weg für eine bessere Zukunft sind. Herr, what is your vision? What is your wish for the future, Brian? Yes, I think there's of course a lot of cooperations that can be done here. What I really hope to see in the near future, and I think it's really within the reach, is what we saw in many of the big of the startups in the United States that started with an Israeli founder. So two or three guys working together in Zalando, doesn't matter, in a technological company within Berlin, Brandenburg. And then they have an idea together, and then they form a startup together with an Israeli founder, a Syrian founder, and perhaps a German, a Bavarian German in Berlin, starting a company. This will be a powerhouse of different cultures, people who like to work together because they have a passion for a certain idea. I think that's when you will start enjoying the Israeli innovation and the Israeli life perception. I think that's where America is enjoying that throughout the years. Of course, this is an old story. I think at this point, even the strong funding and the strong VC capabilities and relationship that Israel and the United States have can also be part of the German ecosystem. And support those funds. So there's a lot more to do, and it's just a matter of keeping it up, I think. Ja, wunderbar. Also ein Plädoyer, dass man praktisch das nutzt, was vor Ort ist, und dass der Traum-Startup der Zukunft ein Syrer, ein Israeli und ein Bayer zusammen in Berlin ein Startup erdenken und praktisch wirklich von dieser Diversity und dieser Ideenwelt eben praktisch zeigen, was für ein Innovationscluster Berlin geworden ist. Das ist hochinteressant, weil ich frage mich immer, ob Berlin so ein Innovationsstandort ist, trotz der praktisch der Lage der Stadt, oder ob das wegen der guten Politik
der Stadt ist. Das ist immer eine große Diskussion. Ich will jetzt nicht zu tief reinbringen. Wir haben ja bald eine neue Regierung in Berlin und sind hochgespannt praktisch auf was für welche Pfade die gehen will. Aber das Plädoyer, Herr Saule. Ja, vielen Dank. Böse Zungen behaupten ja, die Startup-Szene hätte sich in Berlin deswegen so gut entwickelt, weil sich so lange niemand um sie gekümmert hat. Aber das ist wirklich nur ein böser Spruch. Mein Traum, das überlasse ich Ihnen. Mein Traum ist es, dass der Syrer, der Israeli und der Bayer dann sehr schnell feststellen, dass sie in Brandenburg noch besser aufgehoben sind. Und wir ihnen ein überzeugendes Angebot machen können. Nee, im Ernst, wir arbeiten, glaube ich, schon an der Intensivierung dieser Beziehungen. Wir haben ja auch gesehen, das ist schon ein dickes Brett, was wir da bohren. Es geht um interkulturelle Unterschiede, darum sich aufeinander zuzubewegen. Das passiert nicht von heute auf morgen. Ich hatte die Unternehmensreisen, die wir organisiert haben, schon angesprochen. Ich würde auch gerne noch 2,5 Projekte ansprechen, die wir in der Pipeline haben. Das ist einmal eine Reise für die Themen Food und Agrotech in die VAE und nach Israel. Wir wollen da den Abraham Accord nutzen und für diese drei Destinationen, wir selbst, Israel und die VAE, eine gemeinsame Aktion starten. Im Moment sieht es so aus, dass wir nur in die VAE reisen können aufgrund der Corona-Einreisebestimmungen, aber wir werden das Ganze dann so organisieren, dass wir die israelischen Partners in die Veranstaltung, in den VAE online mit reinnehmen, also ein ganz wunderbares Hybridformat, das wir da gezwungenermaßen aufsetzen. Das ist das eine. Die zweite Aktivität, die auch schon feststeht, ist im Januar 2022, also Anfang nächsten Jahres, eine Delegationsreise mit dem Schwerpunkt Gesundheitswirtschaft zur World Expo 2020. Die 21 beginnt und 22 dann ihrem Höhepunkt zustrebt, zum Thema Gesundheitswirtschaft. Auch da werden wir Experten aus Israel mit einbinden. Wir haben gerade den Keynote-Speaker, den Chef eines israelischen Krankenhauses, der sich auf das Thema Healthy Aging spezialisiert hat, gewonnen. Also auch da versuchen wir weiter an den Beziehungen zu arbeiten. Die halbe Aktivität, von der ich gesprochen habe, ist, dass ich gehört habe, dass der Ministerpräsident heute Morgen angekündigt hat, aller Voraussicht nach nächstes Jahr wieder nach Israel zu reisen. Und das ist für uns in der Regel ein großartiger Anlass, auch eine Reise für Unternehmen zu organisieren, wo man sich gegenseitig befruchtet. Was ich auch gerne noch, apropos gegenseitige Befruchtung, loswerden würde in meinem Schlussstatement, ist, dass wir auch mit Jenny Havemann schon Kontakt aufgenommen haben. Mein Kollege Kwang Dai, der sich bei uns um die migrantischen Gründungen kümmert, ist in Kontakt mit Jenny und wir gucken, dass wir auf dieser Brücke, die in dieser Veranstaltung entstanden ist jetzt heute, uns weiter bewegen und da auch zum Ausbau der brandenburg-israelischen Beziehungen beitragen können. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, Jenny. Wunderbar. Dann ich mich natürlich auch. Und vielleicht, ja, meine ganz kurz vielleicht meine Vision. Also ich würde mir natürlich diese persönlichen Begegnungen, das ist ja auch genau das, was ich ja seit Jahren mache. Also wir machen ja genau diese Innovationsreisen nach Israel, aber sehr spezifisch dann eben Digital Health und so weiter, Cyber Security. Ich würde mir wünschen, dass es mehr Investment tatsächlich aus Deutschland in israelische Startups gibt, weil das ist auch eine Möglichkeit eben der Zusammenarbeit und des nach Deutschland oder Europa Bringens der Startups. Und das andere, was ich ganz kurz anmerken wollte, ist, die KMUs dürfen auch die eigene Innovationskraft nicht unterschätzen. Das ist das, was meine so ein bisschen Vision und Wunsch und wo ich auch darauf hinarbeite, versuchen den KMUs auch zu helfen, aus eigener Kraft innovativ zu sein, weil es gibt, man darf nicht unterschätzen, wie viele kreative, innovative Menschen es eben in Deutschland und auch innerhalb der Unternehmen gibt. Vielleicht brauchen die einfach ein bisschen mehr Guidelines und Unterstützung, wie sie das schaffen, vielleicht mit israelischen Beispielen eben diese Innovation aus der Firma eben rauszuholen und innovativer zu sein. Ja, wunderbar. Das ist auch ein Statement. Das klingt für mich nach einem Statement für, wo es ums Kern der Arbeit auch der Friedrich-Naumann-Stiftung geht, nämlich um liberale Werte. Und wenn wir vorher gehört haben, dass die Innovationskraft
ganz stark damit zusammenhängt, dass es eben Eigeninitiative und eine andere Fehlerkultur gibt, wo Risiko und Mut und eigene Kreativität auch belohnt wird und nicht nur das langfristige, stabile, brave Abarbeiten von Prozessen, dann hat das was mit einem Kulturwandel in Deutschland zu tun und dann hat es was damit zu tun, dass eben Innovationskraft genau eben auch in KMUs und in dem, was wir haben, entstehen kann. Also ganz herzlichen Dank für diese wunderbaren Plädoyers. Wir hoffen, dass wir die Träume verwirklicht werden können, dass diese armen drei Menschen aus Israel, Bayern und Syrien zuerst ihr Startup in Berlin, dann in Brandenburg und dass denen noch viele folgen werden, dass die Wissenschaftskooperation so fortschreitet und dass man tatsächlich erkennt, was an kreatives Potenzial überall brach liegt, was noch geschöpft werden kann, indem man Einzelmenschen, ihre Ideen und ihre kreative Kraft fördert. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und auf fröhliche Kooperation. Und jetzt müssen wir auch immer ganz herzlichen Dank an die Technik ausrichten. Ich habe in Russland gelernt, vielen Dank, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass es funktioniert. Und ganz herzlichen Dank diesem wunderbaren Podium, digital und physisch vor Ort. Jetzt kann ich die physischen Menschen alle zu Getränken einladen. Nein, nicht? Nein, was gibt's? Es gibt Getränke, wunderbar. Dann auf einen tieferen Austausch physisch, damit auch die Menschen online wissen, dass es noch eine Steigerung gibt, als zuzuschauen. L'chaim.